Herzlich willkommen im Hangar 18B. Heute mit einer weiteren UFO-Zeugin. Natascha möchte anonym bleiben. Natascha, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast vor ein paar Jahren etwas Spannendes über Olten gesehen. Jawohl. In der Schweiz. Erzähl doch mal. Ja. Das war vor 10 Jahren, 2010. Nachts. Es muss so zwischen 00:30 und 01:00 gewesen sein. Ich schaute aus dem Fenster noch, bevor ich ins Bett ging. Ich habe noch einmal geraucht. Und dann sah ich am Himmel, ich dachte zuerst, es wäre ein Flugzeug, das kommt. Und beim näheren Hinschauen habe ich dann aber bemerkt, dass diese typischen Blinklichter fehlen vom Flugzeug. Und habe das dann so angeschaut und habe dann gemerkt, dass es war wie eine Kugelform, eine hell leuchtende Kugelform, die so über den Himmel glitt. Und als ich dann so länger hingeschaut habe, habe ich bemerkt, dass es hat sich verlangsamt in der Luft. Und es ist dann wie über unser Haus, also über unseren Block geschwebt. Und ich habe dann vom Küchenfenster bin ich dann gerannt zum Balkon, auf den Balkon raus. Und es ist dann wirklich übers Haus gekommen und ich habe dann festgestellt, dass es vom Küchenfenster bis zum Balkon hat es sich nochmal verlangsamt. Und es ist dann noch so ein bisschen weiter geflogen und dann stand es still. Am Schluss hat es wie aufgeleuchtet, also wie so ein Ring. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Farbkombinationen war, aber die letzte Farbe war so ein roter Ring in der Mitte. Und dann ist es wie so ein bisschen nach hinten geschwebt, geflogen und dann auf einmal war es weg. Es hat sich aufgelöst. Und es muss wohl sehr hell gewesen sein, weil, wie gesagt, es war in der Nacht, aber als es weg war, stand ich da und ich habe fast nichts mehr gesehen, weil meine Augen so geblendet waren. Wie war dieses Licht? Also war das weiß oder war das gelblich oder wie würdest du das beschreiben? Ich würde es eher als weiß beschreiben. Weiß, ja. Und hast du irgendwelche Geräusche gehört? Nein, nichts. Nichts, gar nichts. Und du warst draußen auf dem Balkon? Ja, also, ja. Ah. Ja. Ich habe keine Geräusche gehört. Ich habe auch, es hat auch keine Spuren hinterlassen oder so. Wie, ja, es, nein. Und wenn du sagst, das war plötzlich weg, also wie muss man sich das vorstellen? Flog das ganz schnell weg oder war das einfach so weg? Oder? Ja, ich habe das Gefühl gehabt, es hat so wie eine kleine Kurve nach hinten gemacht und dann habe ich gedacht, es fliegt jetzt so nach hinten weg, aber dann hat es sich wie aufgelöst. Es war wie, ja, wie weg. Wie weg. Und nicht mehr zu sehen. Okay. Als es dir am nächsten war, wie nahe würdest du das schätzen? Das ist schwierig in der Nacht, klar, aber denkst du, das war hoch oben oder eher tief, wenn man das vielleicht mit einem Flugzeug oder so vergleicht oder einem Helikopter? Oder? Also, vielleicht war es eher so tief wie ein Helikopter. Ich dachte zuerst, es ist wie ein Flugzeug, aber jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, es war vielleicht schon eher, ja, oder die zwischen der Höhe von einem Helikopter und einem Flugzeug, es ist schwierig zu sagen. Ja. Aber ich denke, es war nicht so hoch wie ein Flugzeug. Und die Größe, mehr, also die, den Durchmesser, was würdest du da schätzen? Also so, als ich hingeschaut habe, es sah vielleicht so aus wie die Sonne oder ein bisschen größer als die Sonne, wenn man sie so... Das würdest du sagen, das war dann größer als ein Flugzeug oder so? Also, oder? Das ist schwierig, aber ich denke schon. Okay. Ich denke schon. Ist dir da sonst noch was aufgefallen? War es nur dieses eine Objekt oder gab es vorher oder nachher noch irgendetwas? Nein, ich habe nur dieses Objekt gesehen. Vielleicht noch zur Form. Wenn du sagst, am Anfang hat das wie ein Flugzeug ausgesehen, war das einfach ein Lichtpunkt, rund oder wie war diese Form von dem Objekt?
Ja, es ist eben noch schwierig. Also im ersten Augenblick dachte ich, es wäre ein Flugzeug, ein Punkt. Und dann habe ich näher hingeschaut und dann sah es aus, als ob in der Mitte ein rundliches bis ovales, helles Objekt wäre und so wie zwei Lichtkegel so sichelförmig nach hinten, also während dem Flug. Und dann, als es sich verlangsamt hatte und abgebremst und so stillstand, hatte ich das Gefühl, es hat dann wie so eine, wie sagt man, Diamanten oder Form gehabt. Aber wie gesagt, also es sah aus, als ob in der Mitte ein Oval oder ein Kreisform war und dann wie eben zwei Lichtkegel nach oben und unten, ja, ist noch schwierig. Weil am Schluss, als es dann diese Lichterkette, also diese Lichter aufgeleuchtet hatten, hatte ich wirklich das Gefühl, es hat in der Mitte ist es, ja, hat es eine Form gehabt. Ja. Und diese Form würdest du wie beschreiben? Es ist schwierig. Es war so hell. Es war wirklich so hell. Ja. Ich habe es fast nicht. Aber es war rundlich, vielleicht ein bisschen oval. Mhm. Also das in der Mitte, das, ja. Mhm. Ja. Ist dir vielleicht sonst noch was aufgefallen, dass du, missing time nennt man das, also dass dir irgendwie Zeit fehlt an diesem Abend oder in dieser Nacht? Nein, das denke ich nicht. Hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Aber wie gesagt, als es verschwunden war, ich war wie geblendet. Es war schlimmer, fast schlimmer als wenn man in die Sonne schaut, also für einen kurzen Augenblick. Ja. Das war, ja. Ich habe dich vorhin gefragt, ob das Ding Geräusche gemacht hat. Da hast du Nein gesagt. Vielleicht noch die Frage, die Umgebung. Fühlte sich die Umgebung normal an? Es gibt Berichte, dass bei UFO-Sichtungen hört man plötzlich keine Umgebungsgeräusche mehr. Also Wind ist weg, Tiere sind, hört man nicht mehr, was auch immer. Ist dir da was aufgefallen? Es ist jetzt schwierig zu sagen. Weil ich denke, es war Sommer und eigentlich hätte man Grillen gehört, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber der Moment, als ich das gesehen habe, kam mir schon wie so ein Vakuum vor oder wie so. Ja, es war schon ein komischer Moment. Vielleicht, weil ich so gebannt war oder vielleicht war es wirklich so still. Das kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber es war schon so ein komischer Moment. Und als es weg war, war das so wie, ja, ich war so ein bisschen wie gelöst. Oder schwierig zu merken, ja. Vielleicht, das ist jetzt zwar 10 Jahre her, aber stand da was in der Zeitung darüber? Hast du dich da schlau gemacht? Oder? Ja, ich habe geguckt, ob jemand etwas gesichtet hat, ob man etwas geschrieben hat und ich habe gar nichts gefunden. Ich habe nirgends etwas gesehen. Okay. Ja. Und ich habe auch geguckt, weil diese Form oder halt, ja, das, was ich gesehen habe, habe ich auch nachgeschaut und ich habe eigentlich auch nichts gefunden, was ja so beschrieben wurde, wie ich das jetzt wahrgenommen hatte. Aber warst du alleine? Also ja. Gibt es keine anderen Zeugen oder hast du auch niemanden gefragt? Oder? Nein, also ich habe niemanden gefunden, der ja um diese Zeit wach war, also vor allem in Olten. Und wie gesagt, ich habe sonst von niemandem etwas gehört. Was ist deine Meinung, was das gewesen ist? Also ich würde es als UFO bezeichnen, aber weil, also ich meine, Rakete habe ich bis jetzt nur im Fernsehen gesehen, aber es war keine Rakete, es war kein Hubschrauber und es war auch kein Flugzeug. Und ich habe noch nie etwas vom Menschen gesehen, das sich so bewegt und halt, ja, es hat sich wie aufgelöst am Ende. Es war einfach weg. Ja. Hast du dich zu dieser Zeit schon für UFOs und Ähnliches interessiert? Oder Ja. Schon länger, eigentlich seit meiner Kindheit, finde ich das ein faszinierendes Thema, aber das war jetzt das erste Mal und das letzte Mal bis jetzt, dass ich in diese Richtung wirklich, also, ja. Ja. Natascha, vielen herzlichen Dank. Sehr spannend, die Geschichte. Und danke für die Zeit und dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ja, ich danke euch.